richtig enge Kehren gibt es gar nicht so viele. Wenn ihr welche gefunden habt, dann solltet ihr schauen, kann ich die auch fahren. Weil wirklich versetzen muss man selten. Viele Kehren sind auch durchaus noch fahrbar. Um für Spitzkehren im Gelände zu trainieren, ist es sinnvoll, in der Ebene einen Gegenstand zu platzieren und dann einen engen Radius darum zu fahren. Dafür schlage ich das Vorderrad stark ein und fange an, langsam zu pedalieren. Die Bremsen bleiben dabei schleifen. Das Knie bewege ich nach innen, damit ich nicht mit dem Lenker kollidiere. Nun kann man sehen, wie eng man wirklich einen Radius schafft. Auf vielen Single Trails begegnen uns Spitzkehren, auch Serpentinen genannt. Wir durchfahren die Spitzkehre in einem Fluss. Dabei ist es wichtig, am Anfang weit außen anzufahren, den Lenker dann stark einzuschlagen und die Bremsen nur dosiert dabei schleifen zu lassen. Mein Tipp dafür: Der Blick geht zum Kurvenausgang und folgt dem Trail. Wenn man in den Abgrund guckt, besteht auch die Gefahr, dass man in diese Richtung fährt. Wichtig ist dabei, dass wir das benötigte Handwerkzeug üben. Trainieren wir erstmal in der Ebene, dann in einem Hang, bevor wir dann in eine reelle Spitzkehre gehen, um das Erlernte umzusetzen. Fangen wir an, auf einem Parkplatz oder einem breiten Weg zu trainieren. Wir können uns mit Hütchen, einem Springseil, Hölzern oder einer Linie, die wir in den Schotter ziehen, eine Spitzkehre markieren, damit wir erstmal ohne Gefahrenreiz von einem Baum, der im Weg ist, oder einem steilen Abhang das Ganze trainieren können. Ähnlich wie beim normalen Kurvenfahren haben wir jetzt mehrere Bausteine, die wir anwenden, die aufeinander aufbauen. Der erste Baustein ist die aktive Blickführung. Man fährt immer dahin, wo man hinschaut. Wichtig ist dabei, dass wir mit dem Kopf und mit den Schultern eindrehen. Dabei dreht sich die körperäußere Hälfte mit ein und das Rad folgt unserer Bewegung. Sprich, man fährt immer dahin, wo man auch hinschaut. Deswegen ist es wichtig, erst in den Kurveneingang zu blicken, während des Kurvenverlaufs zum Kurvenausgang und dem weiteren Trailverlauf folgen. Was sehr häufig passiert, ist, dass man zur Gefahrenquelle schaut, in dem Fall der steile Abhang bei einer Spitzkehre oder vielleicht ein Baum, der am Wegesrand steht, und diese Gefahrenquelle mit dem Blick fixiert. Um diesen natürlichen Reflex zu vermeiden, konzentrieren wir uns darauf, zum Kurvenausgang weiterhin zu blicken, damit wir auch sauber dorthin fahren können. Der zweite Baustein ist die Neigung des Bikes. Ihr werdet merken, wenn ihr eine aktive Blickführung verwirklicht, dann neigt sich das Bike allein schon zur inneren Kurve. Man kann es noch verstärken, indem man mit einem Impuls aus dem inneren Arm das Rad mehr neigt. Durch die Neigung generieren die Reifenstollen noch mehr Traktion und wir haben einen engeren Radius. Wichtig ist trotzdem, dass wir unser Hauptaugenmerk auf das aktive Eindrehen bei der Blickführung achten, zusätzlich noch eine Neigung dabei haben, um die Kurve zu meistern. Von der Linienwahl achten wir dabei darauf, dass wir erstmal nach außen anfahren, um dann in die Falllinie nach innen zu lenken. Wir haben natürlich jetzt ein aktives Einlenken im Vergleich zu den weiten Kurven, wo wir nur mit der Blickführung und der Neigung arbeiten, müssen wir jetzt bei den engen Kurven, Spitzkehren, Serpentinen deutlich mit einlenken. Jetzt seht ihr ein Beispiel von einer engen Kehre, die ich fahre. Ihr werdet merken, es steht und fällt mit der Blickführung, schaut mit dem Körper dahin, wo ihr hin wollt. Euer Körper rotiert, euer Fahrrad folgt euch, der Sattel ist am inneren Bein spürbar. Ihr könnt die Bremsen schleifen lassen, wenn der Boden sehr rutschig ist, nur die Hinterbremse leicht schleifen lassen, damit es vorne nicht wegrutscht. Wenn ihr jetzt die Kehre schon häufiger gefahren seid, steigert das Ganze bitte und bleibt mitten im Scheitelpunkt der Kehre kurz stehen. Gewicht bleibt auf den Füßen, hängende Fersen, Blickführung weiter und dann fahrt ihr von der stehenden Position weiter, dem Trail folgen. Wenn ihr jetzt die richtig engen Kehren übt, achtet auf die Tagesform und auf die Schoko-Seite. Das heißt, zum Üben, um Erfolgserlebnis zu haben, fahrt erstmal die starke Seite. Viele können zum Beispiel besser Linkskurven fahren als Rechtskurven. Das müsst ihr mal prüfen und übt dann erstmal auf der starken Seite, damit ihr auf jeden Fall den Erfolg spürt und dann weitermachen könnt auf beiden Seiten. Dadurch, dass Spitzkehren im steilen Gelände sind, ist am äußeren Kurvenrand meistens ein Abhang. Das lenkt einen enorm ab und man muss sich wirklich fokussieren, dass man dahin schaut, wo man hin will. Beim Spitzkehrenfahren kommt alles zusammen. Gutes Gleichgewichtsgefühl, zentrale abgesenkte Haltung, gutes Bremsgefühl
und natürlich auch die mentale Entschlossenheit, die enge Kurve durchzuziehen. Um das Kehrenfahren zu üben, könnt ihr euch erstmal mit Hütchen eine Kehre in einen Hang legen. Dann trainiert ihr das, dass ihr außen anfahrt, langsam werdet, in die Kurve reinzieht, Blickführung dahin, wo ihr hin wollt, das Rad neigen und dann durchziehen. Im Trail sucht ihr euch eure Schokoladenseite aus, das heißt zum Beispiel eine Spitzkehre nach rechts oder nach links, was ihr lieber mögt. Fahrt wieder außen an, nutzt eure Blickführung, schaut dahin, wo ihr hin wollt, guckt, dass ihr an Hindernissen wie Wurzeln so vorbeifahrt. Und wenn ihr die Spitzkehre durchfahren seid, könnt ihr wieder aufrichten in eine entspannte Haltung. Beim Spitzkehrenfahren könnt ihr euch Schritt für Schritt steigern, erstmal weitere Kehren, dann auch engere.